Zeittraining der Solo-Motorräder, der Lasse Kuppenborn. Insgesamt 20 Minuten Pflichttraining, quasi Zeittraining unserer Kuppenborn-Klasse. Das heißt, sie kämpfen jetzt insgesamt 20 Minuten lang hier um die beste Zeit. Ja, und hier sind natürlich auch sehr schnelle Piloten unterwegs. Und in wenigen Minuten werden wir dann ersten Bestzeiten auf dem Bildschirm haben. Aber die Piloten haben hier insgesamt 20 Minuten Zeit, eine Bestzeit hinzulegen. Fünfeinhalb Minuten vergangen, von daher, da ist noch vieles offen. Ja, noch ein sehr schnellen Pilot haben wir hier, die 973, Philipp Plako aus Rottgau.
ein sehr schneller Pilot, 973. Auf 3.14 Name André Schaum 10, Philipp Kabel. Auf 5.35 Florian Wilsbach. Auf 6.256 Felix Rath. Auf 7.67 Henry Heise. Auf 8.312 Johannes Knobloch. Dahinter haben wir die Stadt Nummer 21, Dennis Besser. Ja, neuer Mann hier an der zweiten Position, die 338. Aber die beste Zeit ist weiterhin hier bei dem Dario Dapur mit der Start Nummer 20. Florian Wildenbach für 35. Neuer Mann hier an der zweiten Position. 1:53. 2:65. 3 Sekunden. Hier ist die Pole Position. Start Nummer 20. Dario davor. Dann auf 3 André Müller mit der 338. Auf 4:973 für die Klarko. Auf 5:21 Dennis Besser. Auf 6:14 Manuel Andrika. Ja, und jetzt versucht natürlich jeder eine Bestzeit hinzulegen. Und wir haben jetzt noch 12 Minuten. Ja, und hier vor mir auch einer der Top-Favoriten, der Patrick Steinbach mit 71 mit Riesenproblemen hier unterwegs. Mal schauen, ob er da das Motorrad noch in Gang kommt, um hier am Qualitraining teilzunehmen. Qualifiziert für das morgige Rennen der 40 Piloten. Wir dann morgen an Start gehen, rollen dürfen. Einige Werkzeuge nach außen und antreten müssen. Das ausweichend jetzt hier das Bild noch. Einer bei den Kanauer. Was Steinbach hat hier dieses Auto nicht mitbekommen. Der Flugzeugmechanik aus Offenbach. Mal schauen, ob die Zeit reicht, um da vielleicht noch einmal eine Runde hinzulegen, aber die letzte Minute ist auch angebrochen. Ja, die 148, 199 von Dario Dapur, die sind hier das Aushängeschild des Mannes aus Biebergebüsch. Und die würde sich auch nicht mehr nehmen lassen. Flacco war vorhin mal ganz kurz dran, hat es aber dann noch nicht fertig gebracht.
diese eine Sekunde, die ihm da noch fehlt, so zu fahren. So der Mensch da, so was über, die Jungs aus den Städten hier dabei. Und dann der Freundag aus dem Bundesland, die Gartenstein. André Müller, der Grünberger, der Nico Wolf, Christian Dolle. Sebastian Lüttner, Michael Reifer, der andere Stefan Mittelsmacher. Das wird dann jetzt hier die ersten 14. Boah, so, bekommen wir noch etwas Schnelles herein oder war es das aus dem Qualifikationstraining der Solo-Spezialisten für den morgigen Tag? Ja, und die Zeit ist gerade abgelaufen und der Rennleiter Arne Liske winkt momentan hier diesen Zeittraining ab. Und das war's für Klako und Welzenbach, die bleiben. Klako bleibt auf der zweiten Position. Das gleiche mit Florian Welzenbach. Welzenbach mit der 35 auf 3. Und Dario Dabor mit der Startnummer 20 bleibt hier auf der Pole Position. 1 Minute 48, 1,99, das ist die Bestzeit in der Flugsportklasse im Qualifikationstraining. Das heißt, er darf sich dann quasi morgen in beiden Wertungsläufen als erster die Startposition aussuchen. Wieder neue Bestzeit hier vorne, Startnummer 20. Dario Dabor in der letzten Runde. 1 Minute 46, 807. Fast 2,5 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte mit der Startnummer 973. Philipp Klako aus Rottgau. Ja, liebe Mogos-Fans, das war es hier vom Qualifikationstraining der Clubsport-Klasse. Und im Vorstart haben wir schon unsere kleinsten Piloten an diesem Rennwochenende in Straß-Bestenbach, nämlich die 65 Kubikzentimeter-Klasse. Die fahren dann nämlich auch ein Zeittraining